Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Bindelbach. Heute schon am Freitag und ich habe es geschafft. Es sieht oben rechts sieht man noch Einnahmen. Die habe ich jetzt nämlich gerade nicht. Habe ich jetzt gerade verkauft, weil ich mir das zweite Förderband geholt habe. Und ja, da das jetzt dahin gekippt habe, das läuft eigentlich ganz gut. Also mit dem großen Förderband und dem kleinen Förderband geht eigentlich voll klar. Hätte ich eigentlich gar nicht so lange rum tricksen. Naja, tricksen ist falsch. Mich nicht so lange ärgern müssen, sagen wir es mal so, sondern es hätte einfach so auch funktioniert. Ne? Also mit den Sachen, die wir gekauft haben, funktioniert das. Und ja, wir holen den nächsten Anhänger, weil, klar, ne? Die nächste Kohle rein, muss ja alles so sein. Hört sich gereimt, geil. So, und dann gucken wir eben, wie gesagt, immer wieder mal 1000, dann wieder mal 3000, 5000, ganz verschieden. Also prinzipiell, ja, muss man gucken. Also, es lohnt sich schon noch, ja, würde ich schon sagen. Aber auf alle Fälle, wie soll man das jetzt am besten sagen? Auf alle Fälle muss man dazu sagen, langsam, dass man viel, viel mehr dafür machen muss, wie früher. Wenn man das so, also du brauchst viel mehr Masse, um die Kohle zu bekommen, die du früher bekommen hast für die Silage im 15er zum Beispiel noch. Das ist halt einfach so. Ja. Sonst? Was ist jetzt schon abgezogen? Achso, ja, er wirft immer wieder noch was rein. Manchmal kommt was rein, manchmal nicht. So, okay. Wie gesagt, das Feld hier rechts wird dann auch noch gehäckselt und das Feld neben der BGA wird auch gehäckselt. Aber ich möchte zuerst, es gab ja heiße Kritik in den Kommentaren. Kein John Deere, kauft ihr besser einen Fendt? John Deere haben wir schon so oft gesehen und Fendt ist doch die Marke für den 17er, das zeichnet den 17er aus und einen vernünftigen Fendt und ich muss mir erst gucken, ich weiß es noch nicht. Ich habe natürlich auch Bock auf Fendt, ne? Gar keine Frage. Also heißt es nicht, dass ich jetzt nur sagen möchte, also der John Deere, der muss jetzt sein. Das ist jetzt so auch nicht, aber ich hätte halt schon, ich hätte auf beides Bock, also mir ist das prinzipiell egal. Auf alle Fälle eine Alternative zum JCB muss her, weil der ist zu schwach. Ich glaube, ich könnte sogar noch pimpen. Oh, da kommt ein Auto. Oh, sorry. Ich könnte sogar noch pimpen, aber ich möchte jetzt endlich kein Geld mehr reinchecken, weil ich einfach nur verkaufen möchte und dann, ja. Gucken, dass was Neues reinkommt, ne? Weil es ja natürlich auch für euch interessant, für mich interessant. Und deswegen werden wir das auch so machen. Aber was genau möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen? Es kommt auf alle Fälle etwas. So. Gut, das haben wir auch gemacht. Dann habe ich hier noch, wie gesagt, okay. Also glaube ich, im Großen und Ganzen muss man sagen, es hätte sich nicht, ja, hätte sich nicht gelohnt, klingt jetzt auch falsch. Ich weiß nicht, es ist auf alle Fälle eine coole Abwechslung. Nicht, dass man die ganze Zeit nur Ballen machen, was sonst, ne, ist es ja auch nicht so geil. Und ich werde aber was testen, und zwar werde ich dann mit den Förderbändern arbeiten, sodass ich vielleicht mit dem Ladewagen an das Förderband ranfahre und dann eventuell das Förderband in die Maschine lasse, sodass er dann Grasballen produziert. Das wäre der Plan. Ich hoffe, das funktioniert. Wir müssen uns nur ein Plätzchen suchen, wo wir das dann auch machen können. Weil dafür, für die Angelegenheit brauchten wir ein bisschen Platz. Müssen wir gucken, wo wir das irgendwie unterbringen. Aber irgendwie schaffen wir das schon. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. So, war erstmal hier fertig verladen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alles, hier schon reinbringen. Kann ich jetzt so nicht sagen, aber wir werden das mal gucken. Ihr habt mir auch in den Kommentar geschrieben, ich soll mir noch ein Gewicht kaufen, die kann man hintereinander hängen. Ja gut. Müssen wir mal gucken. Der wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Kaufen wir jetzt noch ein Gewicht und werden mal gucken, ob das funktioniert. Weil jetzt, das ist echt schon wenig, ne? Oder zu wenig, weil die hintere Achse ist teilweise immer noch oben. Und das soll ja nicht sein. Wir haben hier, lass mal ganz kurz gucken. Wo war denn das hier? Das hier haben wir gekauft. So. Nochmal kaufen, kaufen, kaufen. Ist nicht teuer, ne? Ist ja nicht das Problem. Geld haben wir genug. So. Nein, das dahinter. Das brauche ich, genau. So, müsste es hier irgendwo rumliegen? Ah ja, geil. Liegt hier genau hinter mir, sehr schön. Jetzt hat die Frage, kann man die hintereinander hängen? Das wäre natürlich jetzt mega cool. Oder habt ihr mir da ein bisschen, ne? Die kann man nicht hintereinander hängen.
Das wäre natürlich jetzt mega kacke. Nee, geht nicht. Er nimmt den nicht. Guck mal an. Oder kann ich irgendwie... Was ist mit Maustaste? Nee, das war nur das hier. Okay, das kann man nicht hintereinander hängen. Okay, ich war der Meinung, dass ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, das kann man hintereinander hängen. Okay, dann kann wieder eins weg davon. Garage. Gut, wir werden es auch so schaffen. So, wir nehmen das Neuere, kann weg. Perfekt. Gut, haben wir zwar 300 Verlust gemacht, aber wir sind wieder um eine Erfahrung reicher. Das ist ja auch sehr viel wert, ne? So. Die Frage ist halt, bringen wir wirklich alles rein, oder? Ich möchte halt, wie gesagt, auf alle Fälle den Trecker noch haben, bevor wir zu häckseln beginnen. Einfach, ja, ne, um das Ganze ein bisschen einklingen oder einläuten zu lassen. Wäre schon geil, wenn das funktionieren würde irgendwie. Alter, der Hänger hat jetzt schon wieder 70%, ne? Ich glaube, wir müssen dann nochmal fahren. So, wie gesagt, ich muss mich hier ein bisschen... So. Okay. Du musst dich immer so konzentrieren, ne? Weil du darfst nicht zu hoch sein, nicht zu schnell. Du darfst nicht so ranknallen. Du musst gucken, dass der Radar da nicht vorne überkippt und... Bleh. Das, ja. Hast du schon ganz schön zu tun hier. Aber es macht Spaß. Es macht echt Spaß. Und darum soll es ja eigentlich gehen. Um den Spaß am Spielen. So, wir haben jetzt noch ein bisschen, aber das lohnt eigentlich, glaube ich, nicht, oder? Ach, für den Rest können wir eigentlich noch Ballen machen, glaube ich. Zwei, drei Ballen, das kann nicht schaden, glaube ich. So, rein damit, was reingeht. So, das war's. Und den Rest, ja, das werden wir gleich jetzt mal so machen, dass wir das wieder hier hinkippen werden. So. Dann stellen wir den wieder in sein, auf sein Plätzchen. Ah, hier steht egal. So. Passt. Dann nehmen wir das Ding jetzt nochmal und dann geht er los hier. Das Problem ist nur, dass ich den, dass ich beide Förderbänder nicht auf einmal ziehen kann. Das heißt, ich muss da nochmal runter. Das heißt, ne, jetzt mit dem Fend hoch. Oh, wo hänge ich jetzt schon wieder fest? An der Kante. Eieieiei. Alter. Kannst du nicht einmal da hinlenken, wo ich auch hinlenke? Das wäre richtig geil. So. Okay. Gut, was sagen eigentlich unsere Kühe und so weiter und so fort? 31% clean, okay. Ja, Milch ist halt... Wir haben halt nicht so viel Kühe, ne? Das ist halt das Problem. Wir wollen uns aber jetzt auch einen Trecker kaufen. Ha! Wir haben halt prinzipiell, kann man sagen, wir sind einfach zu verschl... Nee, ja, zu schlenderhaft mit dem Geld ist jetzt auch falsch ausgedrückt, glaube ich, ne? Also die Überlegungen sind schon da. Und dass man sich auch ein bisschen Gedanken drüber macht und so weiter. Holla, die Waldfee schiebt er hier runter. Aber für das, was ich haben möchte, habe ich einfach noch zu wenig Cash in der Tasche. Gut, jetzt kommt wieder der Todesberg, wo wir dann wieder mit 5 km/h hochschleichen. Oh, es wird weniger. Es wird weniger. Alter, jetzt kannst du aber, ne? Muss ich hier echt Allrad anmachen? Alter, Sperre. Jetzt fährt er zumindest schneller, ne? Aber ohne Allrad kommst du hier fast gar nicht hoch und mit Sperre jetzt noch ein bisschen besser. Aber das dauert halt. Gut Ding will Weile haben, ne? Ich sag's immer wieder. Aber das ist auch die letzte Fuhre, die wir jetzt zur BGA bringen. Und ich bin ja mal gespannt, ob das auch einiges an Gärreste gibt. Weil wir haben ja ein Güllefass, ne? Das wissen ja nur die meisten nicht. Wir haben ja ein Güllefass. Ja, das können wir eigentlich auch mal verwenden. Deswegen wäre es halt schon geil, wenn wir... Ne? Wenn wir mehr Kühe hätten, weil wir haben das Güllefass. Wir haben sogar einen Miststreuer, verdammt nochmal. Das haben wir auch. Schwierige Entscheidung. Vielleicht mache ich wieder ein paar Missionen. Das kannst du auch haben. Das
Weiß ich noch nicht, aber wir haben ja morgen den Mindelbach Samstag vor uns. Und da hätte ich halt schon gern mit dem großen Trecker gehäckselt, ne? Wäre ich schon geil gewesen. Alter, mein, ich glaube, meine Stoßdämpfer sind gerade rausgefallen hier. Naja. So, wir fahren hier nochmal rein. Boah, das wird ein geiles Feld hier zum Häckseln. Wir werden den Anhänger hier gleich stehen lassen, weil den brauchen wir hier auf diesem Feld. Da kann ich, oh, dann kann ich gleich ein Förderband mitnehmen. Siehst du? Mitgedacht. Perfekt. Boah, verreck halt noch, ne? Wir müssen dann irgendwann, wenn wir mal Zeit haben und mit dem Merle oder sowas runterfahren, prinzipiell könnte ich die... Ah, Moment mal, das kann ich jetzt aber auch machen. Ich könnte eigentlich diese Rampe, die wir gesetzt haben, könnte ich wieder verkaufen, weil die war ja placeable, ne? So, weggesehen. Seht ihr, da liegt jetzt eigentlich schon etwas an Silage, weil das haben wir einfach so hingeworfen. Und das ist natürlich durch das Gebäude, in Anführungszeichen, durchgeglitscht. Deswegen, leider. Ja, ist es halt so. So, einmal hier runter. Und wir haben hier, glaube ich, nur ein Silo, ne? Jo, ein Silo haben wir hier. Aber das reicht vollkommen. Da geht einiges rein in das Ding. Oh, da liegt sogar noch was nebenbei, ne? Müssen wir mal gucken, dass wir da noch was reinschaufeln. Oder reinbekommen mit dem Förderband. Oh, da war zu nah an dem Häuschen. Da tut mir leid, das wollte ich nicht. Aber wir müssen jetzt auf alle Fälle noch warten, bis die ganze Silage dann in den Bunkern drin ist, damit die... damit ich die Förderbänder mitnehmen kann. Oh, ja gut, das war jetzt ein positiver Nebeneffekt. Das ist alles schon noch ein bisschen laggy und buggy und... zeige ich auf dem Haufen fest, das glaubt dir kein Mensch, ne? Na gut, Geld kommt erstmal rein. Ah, jetzt hat es funktioniert, okay. So. Ah, da ist noch was. Oh, da ist noch was drin. Sorry. Das war nicht meine Absicht. So. Den Anhänger stellen wir jetzt erstmal. Ich glaube, hier können wir den reinstellen in das Silo. Weil noch haben wir sowieso nichts zu machen. Beziehungsweise noch ist gar kein. Noch ist, kommt nichts rein an Häckselgut. Deswegen können wir das ruhig hier reinstellen. Ohne Probleme. So, jetzt kümmern wir uns darum, dass das alles hier... Oh, da liegt noch ein großer Haufen. Da musst du halt ein bisschen gucken, ne? Dass das auch was wird hier. Aber wenn es läuft, dann läuft, sage ich mal. Ja, das dauert. Wir müssen einfach noch ein bisschen warten. Das dauert einfach noch jetzt ein bisschen. Aber das Problem ist, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt weggehe, ne, hier, also wenn ich jetzt von diesem Platz verschwinde, dann funktioniert es nicht mehr. Da kannst du mit rechnen, da kannst du davon ausgehen. Das ist echt einfach so. Haben wir nicht einen Kurs hier drin? Also ich könnte, du kannst mit dem Förderband GPS, oh man, einen Curseplay-Kurs fahren. Alles klar, läuft bei dir alles. Da. Nee, da brauchen wir nichts mehr. Gut, Geld kommt rein, dann möchte ich mich jetzt erstmal nicht beklagen. Hatten wir denn... Ja, wir können eigentlich noch... Haben wir noch einen Trecker am Hof? Ah, siehst du? Jetzt bin ich weg und jetzt geht es sicher nicht mehr. Kannst du davon ausgehen. Moment, da gucken wir uns das nochmal an. Kann ich da... Ich möchte das besuchen. Ja, ich bin Besucher hier, danke. Siehst du? Jetzt geht's wieder. Ich weiß nicht warum. Du steigst ein und dann funktioniert es wieder. Das ist komisch. Aber ich bin schon mal froh, dass wir die Silage jetzt weg haben. Wie gesagt, den Rest, ein paar Ballen, läuft. Aber wichtig ist erstmal, dass das jetzt hier alles weg ist. Müssen wir mal den Motor anmachen mal? Da können wir eigentlich noch ein bisschen rumfahren, ne? Aber wie gesagt, das verschwindet langsam. Der Füllbereich ist auch relativ groß, muss man sagen, ne? Wir haben jetzt schon 13.600 Gärreste, was eigentlich schon ganz schön viel ist. Haben wir nicht irgendwo einen Bunker, wo wir das sehen? Nee, haben wir nicht. Schade. Aber wir haben ja relativ viel Zeug noch rumliegen. Shit. Das hätte nicht sein gemusst. Aber das war halt, ne? Testen muss man auch. Das geht immer noch weiter, ne? Wahnsinn. Also Stress, dass sie hier keinen haben, sonst bist du Zweiter. Wir hatten aber auch einiges, muss man dazu sagen. Wir werden auch für die weitere Zukunft mehr Förderbänder kaufen, kann ich jetzt schon mal sagen, weil das kam mega gut bei euch an.
wenn es funktioniert hätte, dass man auch dann direkt von dem Silo da hinten in den Fermenter hier reinfüllen kann oder in die, ne, Gedöns, wisst ihr, was ich meine? Das wäre noch so eine Sache, die würde mir mega Spaß machen. So, jetzt müsst ihr da mal so einlenken. Moment, es geht gerade wieder was rein. Gut, wir machen hier mal nicht, wir machen hier mal weiter. Das heißt, ich werde jetzt offline weitermachen und nee, wir machen hier Feierabend und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer frischen Folge Bindelbach. Drei frischen Folgen Bindelbach, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Wir müssen, glaube ich... Ist die BGA voll? Ah, nee. Ja, wenn ihr Bock habt, dann, oder wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, würde mich sehr freuen und wir sehen uns morgen wieder zu, wie gesagt, weiteren Folgen Bindelbach. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.